Also du hast, lädst Videos hoch, die funktionieren, dann lädst du eins hoch und auf einmal funktioniert es nicht. Und dann sagst du, scheiß Algorithmus. Ja, immer alle 100.000 Aufrufe, 200.000 Aufrufe, 30.000 Aufrufe, auf einmal 200. Ich kann dir eine Sache verraten, es liegt nicht am Algorithmus, sondern an deinem scheiß Video. Jedes Video wird alleine und neu für sich bewertet. TikTok ist eins, es ist Try and Error. Ich muss ausprobieren, ich muss lernen, ich muss verstehen und ich muss es umsetzen. Finn, merkt euch den Namen gleich, ist heute mein Co-Founder. Der hat dann gemeint, aus Spaß, komm, wir machen für die mal TikTok. Und ich so, also, ich kann doch jetzt nicht zu einem Geschäftskontakt, den ich seit Jahren kenne, der ist Geschäftsführer in 40 Gesellschaften, sagen, lass uns mal Tanzvideos mit den alten Menschen machen. Ehrlicherweise haben wir das aber gemacht. Und das hat scheiße gut funktioniert. Und heute ist dieses Altersheim der größte Markenaccount auf TikTok Deutschland. Vor Apple, vor allem anderen. Wir haben mit dem ersten Video innerhalb von 24 Stunden, nachdem wir das erste Video hochgeladen haben, 80 Bewerbungen für dieses Altersheim generiert. 80 Bewerbungen. Das ist ein Altersheim und kein Freizeitpark. Das ist krass, weil da haben sich natürlich auch junge Menschen beworben. Interessanterweise war der Durchschnitt 25 Jahre, trotz TikTok. Meine Einstellung war ja, das sind ja nur 12-jährige Kinder, die tanzen. Max mich nachts um 2 anrief und gesagt hat, André, schalt die Scheiße ab. Wir kriegen zu viele Bewerbungen. Wir haben nicht so ein HR, um das abzubilden. War für mich so der Moment, okay, wir können auf der einen Seite natürlich viel Reichweite für die Privatwirtschaft schaffen. Wir können aber auch wirklich coole Projekte und coole Messages in die Gesellschaft tragen, weil wir wahnsinnig viele Menschen erreichen. 200 Videos die Stunde, die über meinen Bildschirm gehen. TikTok kennt mich besser als jeder andere. Wir machen Vertical Video. Wir machen ein Video und publizieren das über unter Umständen 5 bis 6 Plattformen. Wir nehmen jede Reichweite mit, die wir haben können. Das eröffnet auf einmal komplett neue Möglichkeiten. Ich mache einmal im Monat einen Drehtag, erstelle 15 Videos und kann jeden zweiten Tag auf jeder Plattform ein Video veröffentlichen. Komplett diverse Zielgruppen. Das heißt, wir haben mit einem neuen Format, mit einmal Umdenken, wir haben alles über Bord geworfen, was wir hatten, auf Risiko, dass es komplett floppt. Und es hat total gefruchtet. Finn war die letzten 2 Monate jeweils auf Platz 1 der größten deutschen Content Creator. Das ist aber genau die DNA der Plattform. Weiterentwicklung, Schnelllebigkeit, Disruption. Immer weiterzumachen und nicht an einem Punkt stehen zu bleiben. Jeder, der hier sitzt, kommt aus dem Marketing und jeder aus dem Marketing weiß, nicht Unternehmen verkaufen, sondern eben Menschen. Und das ist genau dasselbe Spiel. TikTok ist genau das, was wir seit Jahrzehnten im Marketing lernen. Nur ein bisschen neu aufgerollt, aber gar nicht so unterschiedlich und weit weg, wie viele von uns denken. Weil die Leute schauen sich das ja freiwillig an in ihrer freien Zeit und ohne, dass sie dazu gezwungen werden. Und all die Aufrufe, die wir hier sehen, sind ohne einen einzigen Cent bezahltes Werbebudget. Sondern du musst Inhalte produzieren, die verkaufen und die den Leuten gefallen. Und es ist halt nicht, ich habe nächste Woche den Sommer Sale, kommt alle vorbei. Konkrete Handlungsaufforderungen sind bei Social Media völliger Müll. Das macht man nicht. Das ist Quatsch. Das ist aus. Nein. Das heißt, der einfachste Weg, um eigentlich organisch selbst im B2B oder im Nischenmarkt erfolgreich zu sein, ist es, breit gefächerten Content zu machen, der grob über mein Thema aufklärt und ein gewisses Informationsdefizit schafft. Und dann zu sagen, pass mal auf, es gibt diesen Link beispielsweise. Und schaut euch an, was vielleicht auch die Konkurrenz in den USA macht. In Frankreich, in Spanien, schaut in andere Märkte. Deutschland ist so weit hinten. Ihr werdet 15 Videos machen, werdet merken, nur Video 3, 9 und 11 haben funktioniert. Und dann nehmt ihr in Zukunft nur noch das Format, was ihr bei 3, 9 und 11 gehabt habt und tastet euch so langsam an euer Format ran. Man wird auf TikTok zwar vielleicht groß, wenn man auf Trends aufspringt und so, das ist aber nicht nachhaltig. Und wenn ihr das schaffen wollt, müsst ihr einfach immer weitermachen, viel ausprobieren und nicht aufhören.